So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen. Heute hier am Donnerstag, den 22. August 2019, gemeinsam mit Tickmill. Wir wollen uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen. Und einerseits muss man sagen, sind die Entwicklungen jetzt nicht besonders spektakulär in den letzten Stunden gewesen. Wir haben weiterhin den Hauptfokus eigentlich auf Jackson Hole, morgen auf der Rede von Jay Powell, besonders jetzt nach gestern, nachdem das FED-Sitzungsprotokoll, wie erwartet, keine neuen großen Impulse geliefert hat oder große Neuigkeiten in irgendeiner Form, das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Dennoch muss man sagen, schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert. Die Sorge um weitere rhetorische Eskalationen, besonders von Donald Trump via Twitter über den Markt. Desto mehr man sich so die jüngste Entwicklung hier anschaut, muss man sagen, desto mehr überkommt einem dieses Gefühl ganz natürlich. Das sind teilweise ja absurde, mega irrationale Eindrücke, die sich dort erhärten, die sich dort auftun. Wenn man sie jetzt mal vor Augen führt, ich dachte erst am letzten Wochenende, dass das ein Scherz sei mit Grönland. Okay, in Ordnung, dann lässt man das ein bisschen sacken. Man stellt fest, in Ordnung, es gab auch andere geografisch, strategisch wichtige Länder, die eben gekauft wurden. Ja, nehmen wir beispielsweise mal Alaska von Russland, soweit mir bekannt ist zum Beispiel. Und Russland, das soll so sein, dass die das immer noch bereuen. Aber was eben in dem Zusammenhang erwähnenswert ist, meines Erachtens, ist die Tatsache, dass eben das klare Nein und sehr bestimmt auch seitens der dänischen Ministerpräsidenten ist es, also ich glaube ja, also der Staatsoberhauptin, dass das jetzt dazu geführt hat, dass Donald Trump eine geplante Reise nach Dänemark nicht nur nicht antritt, sondern auch ergänzend dazu Attacken auf Dänemark fährt, zum Beispiel in Bezug auf die Rüstungsausgaben, sich erneut auch das Ausdehnen von Dänemark, die eben nicht die 2% des jährlichen Bruttoinlandsproduktes hier für Rüstung ausgeben, sondern nur 1,3% laut den Ausführungen seinerseits über Twitter, sondern ergänzend dazu eben auch die gesamten NATO-Mitgliedstaaten hier attackiert werden. Und das nochmal herausgestellt wird. Und das zeigt, dass er offensichtlich sehr angepiekt ist, dass er dort ein Nein zu hören bekommen hat. Das birgt Gefahren. Also jetzt für den Markt ist das nicht wirklich relevant, aber ich sehe da durchaus die Gefahr, dass da früher oder später nochmal eine Eskalation stattfindet, die eben in der Lage ist, dann auch einiges an Volatilität im Markt eben auf den Weg zu bringen. Wir schauen zunächst auf den Risk Disclaimer und dann auch, wo vielleicht so ein erstes Anzeichen einer solchen Tendenz auch im Markt gespielt wird. Dollar Yuan ist auf dem Weg wieder jetzt ein wenig anzuziehen. Die chinesische Notenbank hat den Fix dort ein bisschen höher angesetzt. Leicht, das ist nicht dramatisch, aber dennoch ausmachbar, man kann es sehen. Zunächst der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung, also sind keinerlei Anlageberatung oder sonst dergleichen. Das waren die ersten drei Sätze des Risikohinweises. Den kompletten, vollständigen Risikohinweis findet man dann auf der Webseite von Tickmill. Und dann wollen wir uns unabhängig jetzt einmal von diesen möglichen, rein spekulativen Überlegungen rund um irgendwelche Eskalationen via Twitter erstmal Fakten dahingehend widmen, dass wir uns die Daten des Wirtschaftsdatenkalenders heute mal betrachten wollen. Also Jackson Hole beginnt. Ja, das fängt heute an. Die wirklich wichtige, potenziell marktbewegende Rede haben wir mit Sicherheit morgen dann mit Jay Powell, Fed Chairman Jay Powell, der um 16 Uhr unserer Zeit dort vor die Presse tritt oder eine Rede hält, so muss man das wahrscheinlich besser formulieren. Und dass das Hauptevent ist, das zeigt sich zum Beispiel auch an der Tatsache, dass Haruhiko Kuroda, der BOJ-Chef zum Beispiel, das hatte gestern die Bank of Japan verlautbaren lassen, nicht anwesend ist. Das zweite Jahr jetzt in Folge. Dort wird es der, oh Gott, Wakantambe, glaube ich, heißt der Herr, der jetzt für die BOJ oder Japan dort eben, also für die BOJ, das ist ja ein Notenbankertreffen, eben dann auftreten wird. Das bedeutet aber auch zwischen den Zeilen so ein bisschen schwingt damit, dass jetzt keine marktbewegenden News zum Beispiel seitens der Japaner kommuniziert werden. Also, dass in irgendeiner Form dort eine Abweichung vom geldpolitischen Kurs oder sonst dergleichen kolportiert wird, das dürfte man erwarten, wird wahrscheinlich eher dann vom Notenbankchef persönlich, also von Kuroda an der Stelle, wird das getätigt oder würde so eine signifikante Veränderung der Geldpolitik eben kommuniziert werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn.
Jackson Hole, da sind alle Augen auf Jay Powell und das wird wahrscheinlich heute dann im Laufe des Tages aus der Perspektive jedenfalls noch ruhig bleiben. Wenn es dort Impulse gibt, dann sollte man morgen 16 Uhr unserer Zeit eben ganz genau mal hinschauen und ja, weiß ich nicht, News Channels checken. Wir werden vielleicht mal gucken, dass ich einen Livestream zu der Rede bekomme. Da gibt es ja durchaus immer auch die Möglichkeit, dann über YouTube dem zu folgen. Vorausgesetzt, das ist ähnlich aufgemacht wie beispielsweise die Pressekonferenzen seitens der EZB oder seitens der Fed. Über Twitter, Newsfeed und dergleichen, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, dem zu folgen. Aber wie gesagt, S-Thema morgen ab 16 Uhr. Heutiger Tag, zunächst einmal Wirtschaftskalender technisch, das sieht zwar relativ prall gefüllt aus, aber eigentlich nicht so spektakulär, könnte aber dennoch zumindest kurzfristig ein bisschen Wohler geben, mit diversen anstehenden Daten, die hier um 9:30 Uhr bzw. um 10 Uhr veröffentlicht werden, diverse Einkaufsmanager-Indizes. Ich habe gleich mal eine Grafik vorbereitet, um eine Tendenz aufzuzeigen bezüglich des Manufacturing PMI, also des Einkaufsmanager-Index hier für das verarbeitende Gewerbe, der eine klare Abwärtstendenz, einen klaren Abwärtstrend sich wiederfindet. Und auch jetzt hier, man sieht es, der vorherige Print bei 46,5. Man geht davon aus, aktuell werden wir mit 46,2 Punkten erwartet, dass diese Kontraktion hier in diesem Bereich weitergeht. Also alle Werte, die unter 50 kommuniziert werden, einkaufsmanager-technisch, deuten auf eine Kontraktion hin, also eine rezessive Tendenz. Abhängig davon, wie signifikant wir von dieser Erwartung auf der Unterseite eventuell sogar dann performen, könnte es durchaus sein, dass wir nochmal stärkeren Abgabedruck im Euro sehen und dass wir eventuell sogar vor Jackson Hole schon bereits morgen in Richtung der 1,10er-Region uns noch einmal aufmachen, dass nochmal Spekulationen aufflammen, wonach eben dann tatsächlich die EZB genötigt ist oder sich gezwungen sieht, sehr, sehr stark expansiv und über das erwartete Format, erwartete Maß hinaus geldpolitisch eben zu liefern. Wobei das größtenteils schon eingepreist ist. Spätestens nach den Kommentaren von Olli Rehn, EZB-Mitglied, Ratsmitglied der finnischen Notenbank, der da letzte Woche am Donnerstag, ziemlich genau eine Woche ist es jetzt her, im Wall Street Journal einen Kommentar gemacht hat. Deswegen muss man so ein bisschen abwarten, ob das wirklich in der Lage ist, Wohler zu begünstigen, aber man sollte es meines Erachtens nach dennoch auf dem Schirm haben. Und dann gibt es noch ein paar Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Nichtsdestotrotz, alles in allem, in Summe, das wird oder ist kurzzeitig mal in der Lage, Mikrokosmos ein bisschen wohler zu begünstigen, aber das Hauptevent mit Sicherheit Jackson Hole morgen und die Kommentare von Jay Powell. Was allerdings nicht bedeutet, dass wir nicht dennoch, wie gesagt, ein bisschen wohler zu sehen bekommen könnten. Ich will mal ganz kurz zunächst einmal hier einen Blick werfen auf Dollar Cut. In Nachbetrachtung gestern der Inflationszahlen, die veröffentlicht worden sind, macht dazu auch mal ganz kurz hier den Tweet auf. Da kommen wir dann gleich hier, da sieht man, das war gleich Postwend, das war das nächste, was dort von Trump kommuniziert wurde. Aber wir wollen zunächst uns auf Kanada fokussieren, weil ich es gestern auch angerissen hatte. Das Dilemma der BOC eben in diesem Zusammenhang hier dann mal schildern. Und zwar, es könnte jetzt hier in diesem Zusammenhang wirklich ein Problem geben für die Bank of Canada, nämlich die gestrigen Inflationszahlen, Kerninflationszahlen, wie erwartet veröffentlicht worden, aber ganz besonders hier die Verbraucherpreise, die eben Rohöl oder beziehungsweise Öl generell, Energiepreise und dergleichen mit einbeziehen, die sind über der Erwartung veröffentlicht worden. Wir erinnern uns daran, gestern hatten wir eine Expectation von 0,2, auf die ich verwies und wo ich gesagt hatte, eigentlich sehe ich nicht wirklich, dass es dort einen signifikanten Push auf der Oberseite geben kann, weil zum Beispiel eben die kanadische Wirtschaft, die relativ sensitiv oder auch die Verbraucherpreise in Kanada, die relativ sensitiv auf Ölpreis, auf den Ölpreis reagieren, durch eben die starke positive Korrelation des auch kanadischen Dollars gegenüber im Öl, dass dort eben durch die Tatsache, dass wir über den Monat Juli mehr oder minder konstant gelaufen sind, da jetzt nicht so ein großer Push nach oben erwartet werden sollte. Ich habe mich geirrt. 0,5% Month on Month veröffentlicht worden, 2,0 Year on Year gegen 1,7% erwartet. Also deutlich über der Erwartung. Das Resultat war folgerichtig. Man kann es hier erkennen. Das ist sehr spannend. Auf 15 Minuten Basis. Hoppala, im Moment. So. So, da kann man die Kerze, glaube ich, schon herausragen sehen. Das war die Veröffentlichung gestern. Leichte Abwärtstendenz hatten wir sowieso schon gesehen, schon seit dem Vortag. Da kam dann nochmal eine scharfe Beschleunigung auf der Unterseite. Aber unter die 32, tatsächlich sogar unter die 32,50 sollte es nicht gehen, sondern von dort haben wir alle Abschläge wieder aufgeholt und sehen den Dollar zum Kanter jetzt wieder aufwerten. Das ist interessant, denn dieser Impuls
der gestern hier geliefert worden war, oder dieser Datensatz generell, macht es, wie gesagt, für die kanadische Notenbank sehr viel wahrscheinlicher, dass sie auf ihrer jetzt anstehenden Sitzung im September einen sogenannten Wait-and-See-Approach wählt. Also das heißt, dass sie zunächst einmal auf dem Status quo verharrt, auch hinsichtlich ihrer gewählten Rhetorik, und dass es keine Zinssenkung gibt. Also das, was der Markt im Großen und Ganzen im auch derzeitigen Umfeld, wo immer mehr Notenbanken rund um den Globus eben Zinssenkungen auf den Weg bringen, als wahrscheinlich erachtet hat. Die Tatsache, und da können wir jetzt schon fast so eine kleine Brücke schlagen, die Tatsache allerdings, dass dieser Aufschlag von gestern, es fällt ja nicht auf. Also wenn wir uns den Chart, wie gesagt, mal ein bisschen größer betrachten, dann ist das einfach nur ein Rauschen im Walde. Das ist nicht wirklich signifikant. Aber mit so einem, also ich persönlich, ich achte auf den Dollar-Cut dahingehend gerne, weil der auch eine positive Korrelation zu den Volatilitätsindizes hat. Also sprich, was wir normalerweise oder was wir beobachten konnten, auch besonders zu Zeiten der Finanzkrise, wobei das natürlich ein besonderes Umfeld war, war, dass mit steigender Volatilität das Wechselkursverhältnis Dollar-kanadischer Dollar ebenfalls angestiegen ist. Und der Grund dafür findet sich relativ einfach erklärt in dem Umstand, dass wir mit der kanadischen und der US-Wirtschaft zwei sehr stark zueinander positiv korrelierte Volkswirtschaften eben tatsächlich haben. Und dass es in Zeiten finanzieller Unsicherheit dann, ausgehend von der auch gleichen Bonität, soweit ich informiert bin, ich glaube aber davon ist auszugehen, dass die beide AAA geratet sind, dass dann ausgehend von dieser Bonität der identischen, dass es dann zu Kapitalrückflüssen in den US-Dollar kommt, in den Greenback. Also sprich, dass es eben zu einer natürlichen Aufwertung auf natürliche Art und Weise dann eben in diesem Zusammenhang kommt. Und diese anziehende Volatilität ist natürlich ein, nicht winkt mit dem Zaunfall, aber es ist zumindest mal ein Hinweis, ein erstes kleines Indiz, auch wenn das nur eine kleine Bewegung ist, dass da aber dennoch aktuell eine ganze Menge Spannung im Markt zu sein scheint. Und das spiegelt sich dann eben auch wieder, wenn wir den Dollar-Yuan uns anschauen. Darauf verwies ich gerade schon. Schaut euch an. Wir hatten letzte Woche auf diese, ist es eine Woche her? Das war letzte Woche Dienstag. Es war dieser Hinweis seitens Chinas, dass man sich hier vielleicht eventuell doch annähern könnte, mit den USA auf halbem Wege treffen. Das war so die Kommunikation, die da stattfand und die dann auch zum Beispiel im DAX, wenn wir den jetzt mal anschauen, dazu führte, dass eben das hier zu einer relativ scharfen Gegenbewegung eben tatsächlich kam. Und nun sehen wir allerdings, dass sich der Markt wieder in diesem Bereich bis 7,10, also Dollar-Yen in dem Fall, Dollar-Yen, Dollar-Yuan, Verzeihung, bewegt, und zwar bis in diese Gefilde schon wieder zurückstrebt. Und wir erinnern uns daran, wir hatten eine relativ einfache Maßgabe, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu steigen bezüglich der fundamentalen Kräfte, die dahinter wirken. Wir hatten gesagt, dass alles, was oberhalb von 7 stattfindet, ein Risk-Off-Modus ist, in dem wir uns befinden, infolge nämlich der Signifikanz auch dieses Levels. Das ist hier die rot gestrichelte Linie. Und sobald wir dann über dieses Niveau von 37 steigen, könnte es sogar zu regelrechten Paniken kommen, durch nämlich massive Kapitalabflüsse, durch die Abwertung des chinesischen Yuan aus China selbst zum Beispiel, und entsprechende Turbulenzen natürlich dann durch die globalen Verflechtungen nach sich ziehen, die in der Lage sind, dann eben auf sämtliche Märkte rund um den Globus, seien es Aktien, Anleihen und dergleichen, Auswirkungen zu haben. Wir sind zwar noch sehr, sehr weit darunter, aber nichtsdestotrotz sei darauf hingewiesen, dass diese erste Tendenz hier auf der Oberseite Hand in Hand gehen, vielleicht auch mit dem Dollar-Cut, der eine leichte Aufwärtstendenz zeigt, auf diesen eigentlich positiven Datensatz gestern, diese kurzfristigen Aufschläge im kanadischen Dollar komplett wiederhergegeben hat und wir eher sogar über dieses Niveau hinausstreben. Das ist das in meinen Augen ein kleines Warnsignal. Es ist nicht überzuinterpretieren. Es kann auch rein zufälliges, wie soll ich das nennen, rein zufällige, ja, Bewegung kann es sein. Und besonders auch vielleicht vor dem Hintergrund von Jackson Hole, aber es ist so ein bisschen, es schwingt im Hinterkopf mit. Und dann, wenn wir auf den DAX schauen, machen sich auch erste Sorgen vielleicht breit. Und zwar sind wir gestern in diese Widerstandsregion vorgestoßen. Ich muss sagen, ich fand die Dynamik, mit der DAX hier marschiert ist auf der Oberseite, nach dem Ausbruch aus der Open Range auf der Oberseite, fand ich schon ziemlich imposant. Und er hat mit Leichtigkeit die von mir anvisierten Kursziele auf der Oberseite auch abarbeiten können. Also nach Ausbruch aus der Open Range hatte ich als erstes Ziel im Bereich um 11.760 auf dem Schirm, resultierend hier aus der Region um die Hochs, die am
Dienstag markiert worden sind. Also das heißt, ich orientiere mich dann eben an den Vortageshochs und Tiefs. In dem Fall waren es die Hochs, weil wir auf der Oberseite ausgebrochen sind. Die wurden überwunden und dann hatte ich gesagt, sollten wir uns jetzt oberhalb diesem Niveau stabilisieren können, dann liegt als nächstes Kurszielerbereich um 11.830, 850 Punkten im Mittelpunkt des Geschehens und diesen haben wir nahezu auch fast punktgenau abgelaufen. Also wir sind im Hoch gestern hier gehandelt worden bei 8.25, glaube ich, war es 8.24. Wenn man sich das auf der Stunde betrachtet, dann sticht die Signifikanz dieser Region, denke ich, unweigerlich hervor. Was aber jetzt spannend ist, zum einen ist es ein sehr, sehr starker Widerstandsbereich. Wir wissen nicht, in welche Richtung die Kommunikation mit Jay Powell morgen geht. Das heißt also, wir sollten aus dieser Warte nicht unbedingt erwarten, dass der Markt hier ohne Schwierigkeiten auf der Oberseite einfach durchstößt. Und es zeigen sich auch aus technischer Perspektive erste Tendenzen zu so einer sogenannten bärischen Divergenz. Also sprich, wir sehen hier zwar leicht höhere Hochs, die wir markieren, die werden aber dort nicht mehr im 14er RSI entsprechend bestätigt. Und das ist ein potenzielles bärisches Signal oder zumindest eine Indikation dafür, dass das Aufwärtsmomentum sich abschwächen könnte. Nun muss natürlich erstmal abgewartet werden und da haben wir jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, beziehungsweise dann auch vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis dann die Kasseeröffnung durch ist und der Markt für den Tag die Richtung vorgegeben hat. Das gilt noch ein bisschen geduldig zu sein und dann gilt es auch abzuwarten, wie wir jetzt im Bereich hier dieser Hochs von Dienstag, Verzeihung, von Dienstag uns entsprechend präsentieren. Nichtsdestotrotz wäre denkbar, dass wir einen Teil, vielleicht sogar komplett, dieser Aufschläge von gestern, ähnlich wie in den Vortagen, wieder hergeben. Ganz besonders dann sollte es, wie gesagt, zu weiteren rhetorischen Eskalationen seitens Donald Trump via Twitter eben tatsächlich kommen. Wobei hier eine Bestätigung dieser kurzfristigen Topbildung erst auszumachen ist, da bin ich verhältnismäßig konservativ, aber dennoch vor dem Hintergrund des aktuellen Modus und auch der Chartstruktur scheint das gerechtfertigt zu sein, wenn wir zurück unter 11.550, 11.600 Punkte rutschen. Kommen wir jetzt mal ganz kurz zu den rhetorischen Eskalationen von Herrn Trump. Ausgehend wovon es gilt, so ein bisschen vorsichtig vielleicht zu werden, beziehungsweise auch historisch ist er nicht ganz so stark, sagen wir mal, in dem Zusammenhang. Also erstmal kommt Doing Great with China and Other Trade Deals. Also alles großartig im Handels, in den aktuellen Verhandlungen hier mit China. Aha. Das lassen wir einfach mal so da stehen. Wie gesagt, das hätte vor nicht allzu langer Zeit sicherlich noch einen positiven Effekt auf den Weg gebracht. Mittlerweile stellt sich heraus, dass all das, was dort kommuniziert wird, via des Twitter-Feeds von Herrn Trump, offensichtlich eine vielleicht Neuerfindung, ein Neuerfinden der Wahrheit ist, sagen wir es mal so. So wie es die Situation wirklich darstellt. Denn so wirklich great hat sich dort in jüngerer Vergangenheit nichts dargestellt. Und wenn das wirklich great laufen würde, glaube ich, müsste man auch nicht China als Währungsmanipulator brandmarken oder nochmal Importzölle gegen Raten seines Beraterstabes von 10%, die zu einer potenziellen Eskalation der Gesamtsituation herbeiführen und dergleichen. Das würde nicht nur tun. Ja? Also wenn man dort eine gute Kommunikation pflegen würde. The only problem we have is Jay Powell and the Fed. Jetzt kommt's, jetzt wird auf einmal die Fed aufs Korn genommen. Und dann kommt hier der Vergleich. He's like a golfer who can't putt, has no touch. Also das heißt, er ist wie ein Golfer, der nicht putten kann. Er hat einfach kein Gefühl. Das ist eine ziemlich starke Offense, also meiner Meinung nach. Nicht, dass man das jetzt nicht gewohnt wäre von Trump, aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer noch auch, und das ist etwas, was herausgestellt wurde, auch im Sitzungsprotokoll seitens der Fed gestern. Es wird mit ziemlich viel Missgunst betrachtet, seitens der Fed selbst, so will ich es mal formulieren. Da würde in dem Statement relativ kühl darauf verwiesen, dass man eben sich gerne auf die einkommenden Zahlen fokussieren wollen würde und ausgehend hiervon die Geldpolitik eben entsprechend bestimmen lassen möchte. Und da schrieb man jetzt nicht direkt, man verbietet sich irgendwelche Interventionen seitens der Politik, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass man vor dem Hintergrund dessen, was dort in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden hat, sicherlich ein klares Bild jetzt davon zeichnen kann, worauf es dort seitens der Fed abzielt. Also das sorgt für einiges an Spannung offensichtlich, aber Trump kann es halt nicht lassen. Er kommt eben weiter, er kommt mit dem Big Cut und der deutet darauf hin, dass eben er gerne noch weitere Zinssenkungen sehen würde. Mindestens, wie gesagt, wir hatten das schon von 100 Basispunkten und dergleichen. Attackiert dann auch hier. Ist nicht nur, dass er alles falsch vorausgesagt hat, he and only let us down, so far he has called it wrong and
only let us down, also hat uns im Grunde genommen im Stich gelassen mit unserer großartigen Wirtschaft, die so großartig ist, dass wir eben eine Invertierung der Zinsstrukturkurve zweijähriger, zehnjähriger Zinsen sehen. Kurzfristig sogar, also nicht nur anziehende Zinsen erwarten, sondern längerfristig sogar fallende Zinsen sehen, was ein Indiz dafür ist, dass es am Markt, am Bondmarkt beispielsweise rezessive Tendenzen gespielt werden. Das heißt nicht, dass wir in einer Rezession sind. Ja, das wird ja auch sehr gerne so von ihm dargestellt. Ja, die Fake News Media, die jetzt irgendwie versuchen, sein tolles Wirtschaftswunder dort zu malträtieren. Es hat niemand gesagt, dass wir in einer Rezession sind. Das hat lediglich, es haben diverse darauf hingewiesen, dass wir auf einem Weg in eine Rezession potenziell sind. Denn in der Vergangenheit war diese Invertierung der Zinsstrukturkurve ein Zeichen dafür, dass es eine Rezession geben könnte. Jetzt ist es eben so, dass er dann auch hier, er hat dann später auch Deutschland übrigens noch aufs Korn genommen, dass er darauf verweist, dass man ja im Wettkampf mit vielen anderen Ländern steht, die sehr signifikant tiefere Zinsniveaus eben haben. Und dann schreibt er etwas, was mich irgendwie irritiert. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Also vielleicht hat jemand eine Idee, welchen US-Dollar er meint. Er schreibt: Yesterday, the highest dollar in US history. Keine Inflation, wake up Federal Reserve, such growth potential almost like never before. Also Rate Cuts, QE ein bisschen und dergleichen. Aber er schreibt vom highest dollar in US history. Also in der Historie ist das derzeit der stärkste US-Dollar, den hat es noch nie vorher gegeben. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe mir auf einer externen Website Barchart den US-Dollar Future Index angeschaut und habe mir den mal über die letzten 20 Jahre anzeigen lassen. Darunter, lasst euch nicht irritieren von diesen rotfarbenen Linien. Ich habe jetzt übrigens gerade drauf geklickt, das dauert ein bisschen, bis das aufgeht, aber die rotfarbenen Linien, die da drunter sind, das sind die Positionierung der Großspekulanten, der Kleinspekulanten und der Commercials. Also das heißt, das ist normalerweise ein Chart, den ich nutze, um den Commitment of Traders Report einzufahren. Und wie gesagt, wir gehen zurück bis ins Jahr 1995. Die Webseite übrigens ist barchart.com. Da kann man das kostenlos sich anschauen, die Positionierung der Großspekulanten. So, da sind wir aktuell im US-Dollar Index Future bei rund 98 Punkten. Unter Trump war der US-Dollar hier schon einmal, Anfang 2017 auf jeden Fall stärker und erstmal signifikant stärker in 2002, Pi mal Daumen ungefähr, da haben wir um 120 Punkte notiert und zurückgehend, ich habe, also da hört man dann irgendwann auf mit der Historie, aber wenn man zurückgeht bis zu dem Zeitpunkt, als Nixon 1971 den Goldstandard aufgekündigt hat, da haben wir nochmal signifikant höher im US-Dollar gehandelt. Also ich bin mir nicht sicher, welchen US-Dollar er meint, aber den meint er definitiv nicht. Ich habe mir dann auch noch einen Trade-Weighted angeguckt, also einen Handelsgewichteten, zum Beispiel gegenüber den globalen Majors. Also dieser wird ja hier zum Beispiel auch, zieht mit ein, die Zusammenstellung, die ist zurückgehend bis ins Jahr. Das ist 1971, glaube ich, bezieht zum Beispiel auch mit ein hier die schwedische Krone, nur als Beispiel. Ich habe mir dann nur mal die G7 Währung, G8 Währung angeschaut. Auch dort, da sieht die Struktur relativ ähnlich aus. Auch dort haben wir nicht den strongest US-Dollar in History. Also, wie gesagt, das Erfinden der Wahrheit, das ist eine seiner größten Stärken offensichtlich. Also, aber vielleicht hat jemand von euch eine Idee, welchen US-Dollar er meint. Den kann er nicht gemeint haben, auf jeden Fall. Fakt ist auf jeden Fall, zurückkommt jetzt auf diese Tweets, ohne jetzt auch ein forciertes Trump-Bashing, wobei mir das mittlerweile sehr schwer fällt, hier zu vollziehen, was eben aus diesen Tweets hervorgeht. Und das sind jetzt gestern die gewesen, die für den Markt noch am relevantesten sind, bezüglich der Fed. Man muss eben ganz klar sagen in dem Zusammenhang, das nimmt mittlerweile relativ absurde Züge an. Ich hatte das schon initial gesagt, auch mit Grönland und auch seiner Art und Weise dort jetzt einfach dann die Reise dorthin abzusagen, weil er eben von der Frau Frederiksen, glaube ich, heißt sie, Mette Frederiksen, eben eine Abfuhr erteilt bekommen hat. Das deutet nicht wirklich auf ein souveränes Gebaren hin, so möchte ich das mal formulieren. Und das zeigt auch, dass er so ein bisschen anfängt, mittlerweile sehr irrationale Züge zu vollziehen. Wie gesagt, wenn das stimmen sollte, das sind ja nur unbestätigte Gerüchte erstmal, die zwar von mehreren Stellen so gebracht worden sind, aber sollte es stimmen, dass Trump damals vor 2 Wochen, 3 Wochen war es jetzt, diese Importzölle gegen China von 10%, die ja jetzt mittlerweile dann in den Dezember verzögert werden, infolge des Weihnachtsgeschäfts und dergleichen, sollte das stimmen, dass sein Beraterstab um ihn herum saß, ihn davon abgeraten hat und er es trotzdem gemacht hat, dann ist das eine gefährliche Tendenz. Und in jüngerer Zeit, wie gesagt, wenn man sich das anschaut, wie er twittert, die Aggressivität, die aus seinen Zeilen auch hervorstößt, da muss man sagen, da sollte man jederzeit darauf gefasst sein, dort eine neue rhetorische Eskalation eben zu erfolgen, die all das dann
hier, was ich gerade eben in Bezug auf die Skepsis für den DAX kommuniziert habe, zum Beispiel, sich beginnt zu manifestieren. Und anders formuliert, wie soll man das traden? Es ist natürlich nahezu unmöglich zu sagen, ob so etwas kommt oder nicht. Man sollte es nur im Hinterkopf haben und man sollte auch entsprechend zum Beispiel, sollte man sich ausgehend von seinem Handelsansatz in Long-Position wiederfinden, entsprechend das vielleicht für sein Stop-Management mit einkalkulieren. Also vielleicht eine leichte Tendenz zu aggressiveren Trailing-Stops zum Beispiel wählen. Also darauf gefasst sein, dass solch eine Eskalation stattfinden kann. Und wenn ein Trend sich begibt, so wie gestern zum Beispiel, ne, Bewegung von gestern als Beispiel, wenn solch eine stark trendige Bewegung sich infolge dann dieses Ausbruchs aus der Open Range zum Beispiel entwickelt, dass man eben beginnt, aggressiver seinen Stop nachzuziehen und gefeit zu sein oder gewappnet zu sein für einen Fall einer nächsten rhetorischen Eskalation, die eben in 0, nichts ein massives Reversal auf den Weg bringen kann und dann die bis dato aufgelaufenen Intraday-Gewinne komplett wieder dahinschmelzen sieht. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man meines Erachtens nach im Hinterkopf halten sollte. Ja, wir warten jetzt einfach mal, wie gesagt, den Kassa Open ab und dann gucken wir mal, ob dort oder wie viel von den Aufschlägen von gestern noch überbleibt oder ob wir dann eben infolge auch der Tatsache, dass derzeit zumindest mal sich abzeichnet, dass die erste Order auf der Short-Seite liegen könnte, ja, weil wir unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis traden, das ist mein Vorteilsidentifikator im kurzfristigen Bereich, dass wir eben dann hier eher mit der Short-Seite zunächst rechnen sollten, Ausbrüche auf der Unterseite zu favorisieren sind. Wie gesagt, das allerdings jetzt. Wir warten noch 5 Minuten, 10 Minuten, um dann hier ein klareres Bild eben tatsächlich zu bekommen. In diesem Umfeld, welches weiter geprägt ist von Unsicherheit, selbstverständlich auch ganz klar der japanische Yen wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Ich blicke hier ganz bewusst auf den Euro-Yen infolge meiner Erwartungshaltung eben zum einen einer sehr dovischen EZB, was die Short-Seite favorisiert, aber auch infolge der jetzt erstmal ganz kurzfristig anstehenden Einkaufsmanager-Indizes in den laufenden 45 Ja, 45, 60 Minuten. Eben, die sollten Sie enttäuschen, sollten Sie diesen Trend fortschreiben. Ich hatte das gerade gesagt. Wir gehen mal kurz auf die Webseite Trading Economics. Hier, da kann man diese klare Abwärtsstruktur erkennen. Ich habe als Beispiel den Euro Area Manufacturing PMI. Also das heißt, der Einkaufsmanager-Index für die Eurozone, für das verarbeitende Gewerbe. Wir sehen eine ganz klare Abwärtstendenz seit 2018 vorherrschend, wo wir uns jetzt in den Bereich bewegen, der den 2012er Jahrestiefs, also fast schon Hochzeit Euro-Schuldenkrise entspricht, den wir wieder anlaufen, trotz der geldpolitischen Bemühungen seitens der EZB. Das sollte man vielleicht noch im Nebensatz erwähnen. Und die EZB ist ja nicht offensichtlich willens, von diesem Pfad abzuweichen, sondern eben noch mehr zu liefern. Heißt anders formuliert, sollte jeglicher, oder ich gehe davon aus, dass jeder Datensatz, der hier jetzt unter der Erwartung von dann 46,2 Punkten veröffentlicht wird, dass dieser dann in der Lage ist, eben auch tatsächlich den Euro nochmal kurzfristig stärker unter Druck zu bringen. Und besonders wenn dann eben sich vielleicht sogar eine Risk-Off-Tendenz im Markt widerspiegelt, die ja gemeinhin eigentlich positiv für den japanischen Yen ist, dazu beiträgt, dass auch der positiv performt, was heißt, dass es dann sehr wahrscheinlich ist, dass der euro-japanische Yen hier nochmal eine Attacke auf den Bereich um 117,15 startet und dann auch unter dieses Niveau rutscht, was dann als potenzielles Kursziel die Region, da müssen wir ein bisschen stärker rauszoomen, die Region aktivieren könnte, die 2017er Jahrestiefs um 114,50, 115. Also da könnte eine stärkere Abwärtsbewegung sich tatsächlich dann beginnen zu etablieren und demnach sind Short-Engagements auf der Unterseite derzeit im Euro-Yen wahrscheinlich zu favorisieren. So, und dann haben wir noch einen kurzen Blick vielleicht hier auf Gold. Da hält die Konsolidierung auf hohem Niveau eben an. Wie gesagt, das von mir favorisierte Szenario, mit Sicherheit der Pullback in Richtung hier der Region um 1440, 1450, das wäre mein Wunschszenario. Aber vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit, der sich zwar einerseits stabilisierenden Zinsen, aber eben auch nicht einen signifikanten Pullback sehenden US-Zinsen ganz besonders, konsolidieren wir hier im Bereich um 1500 US-Dollar pro Feinunze und sollte eben Jackson Hole mit Jay Powell dann tatsächlich doch dovisch überraschen, muss man sagen. Denn das, was hier derzeit erwartet wird, ist mit Sicherheit erstmal nur eine Idee zu bekommen bezüglich des weiteren Zinspfades. Ja, wobei der eigentlich jetzt vorgepflastert scheint. Vielleicht ist Paul in dem Zusammenhang jetzt mittlerweile nach den jüngsten Entwicklungen dort ein bisschen ja,
zeigt eine etwas andere Rhetorik. Was aber auch natürlich sein könnte ist und nicht vergessen werden sollte, sind diese Spekulationen rund um QE. Auch die von Trump ja am Montag auf den Weg gebracht. Man ist zwar von der Fed hier nicht auf diese Tweets angewiesen. Nichtsdestotrotz könnte man natürlich beginnen, auch zwischen den Zeilen schon etwas mitschwingen zu lassen. Auch in Antizipation auf einen globalen konjunkturellen Abschwung eben tatsächlich. Und das wäre natürlich alles in allem nicht nur sehr bearish für Zinsen, sondern zeitgleich eben auch sehr bullish für Gold und könnte dann in diesem saisonal bullischen Fenster, in dem wir uns befinden, noch bis zum 5.9. diesen Push in Richtung dann hier der 1500 und 30er Region und höher eben initiieren. So, und soweit wäre es das dann zunächst einmal meinerseits gewesen. Final vielleicht ja noch ein Blick auf Dollar-Yen. Da ist eine ganz interessante Widerstandsregion, die wir jetzt erneut angelaufen sind, nicht haben erobern können. Wobei ich davon ausgehe, zunächst einmal sollte der Modus stabil bleiben. Ja, immer ausgeklammert, dass jetzt ein plötzliches Risk-Off aufkeimt. Dann sehe ich hier ein Toppenpotenzielles gegen die 106,80, 107er Region, ausgehend von welcher ein erneuter Stint Richtung 105 stattfinden könnte. Hand in Hand gehend eigentlich mit dem, was ich gerade sagte, deswegen wiederhole ich nicht, was wir für Gold sehen. Also wenn wir für Gold den bullischen Breakout sehen, dann sehen wir für Dollar-Yen auf der Kehrseite eigentlich den Stint nochmal in Richtung der 105er Region triggernd gegen hier die 106,80, 107er Region. Ja, gut, sehr schön. Dann wäre es das soweit meinerseits erstmal gewesen. Ich schaue mal kurz hier in die Facebook-Chatbox. Sind da Fragen aufgekommen? Nein, nein, sieht nicht danach aus. Dann sei es das soweit meinerseits erstmal gewesen. Fragen sind alle beantwortet. Ich wünsche euch frohes Schaffen. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Und dann hören wir uns morgen wieder am Freitag, den 23.08.2019, noch einmal mit den täglich neuen Handelsideen. Ich sage jetzt schon bereits, dass am kommenden, einen Augenblick, ich muss mal kurz hier die Tür zumachen. Ja. So, wer es gehört hat, die Katze hat Hunger. Es ist auch schon 9 Uhr morgens. Gut, also morgen blicken wir dann natürlich nochmal vorausschauend auf Jackson Hole. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist ab Montag, nächste Woche Montag, den 26.08., ist der Mike wieder da und begrüßt euch dann wieder hier bei den täglichen neuen Handelsideen, also morgen letztes Event mit uns gemeinsam. Und soweit sei es das erstmal meinerseits gewesen. Also, ich wünsche euch, wie gesagt, erfolgreiches Trading heute und passt auf die Stops auf. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.